Ja, guten Morgen. Heute ist Freitag, der 19. Hier im Valley ein ganz normaler Tag, aber für mich hier im Real Life, ist es ein weitaus schlimmerer Tag, denn heute Abend beginnt unser allererster Livestream und zwar ist es ein Horrorstream. Okay, also, I like to share, warte, Moment. Lieber Liam, ich möchte ein altes Kochrezept meines Vaters, das er immer gemacht hat, mit dir teilen. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Willi. Hey, ich hab das irgendwo gefunden, hab gedacht, du kannst es gebrauchen. Pam. Ja, die gute alkoholisierte Pam. Pamela Anderson? Oh Gott. Also jedenfalls würde Pamela Anderson so nach 50 Jahren harten Alkoholkonsums und Crackmissbrauch aussehen. Also jetzt nichts gegen Pam, aber sie sieht schon nicht ganz so gesund aus. Hallo. Hallo Sadie. Hallo Sadie, wie geht's dir? Und natürlich meine liebe Wada. Und noch eine Wada und noch eine Wada und noch eine Wada. Wie viele Wadas gibt's hier? Ah, Fabi, Lisa. Ziege. Ich meine natürlich Lisa. Timmer, ja, du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Hi. So, natürlich euch auch einen guten Tag. Oh, Schweinchen. Tabi, geht's gut? Was ist denn hier los, Alter? Warte mal auf. Voll die Partystimmung hier. Was ist denn los mit euch? Seid ihr gut gelaunt, weil heute der Stream ist? Haha. Ja, könnte sein, dass diese Folge nur sehr knapp vor dem Stream, beziehungsweise möglicherweise auch sehr knapp nach dem Stream erst rauskommt. Aber nun ja, was soll ich da noch sagen, meine guten Freunde? Dinge passieren. Nee, also normalerweise würde ich sagen, yo, die Folge ist heute um 15 Uhr hochgekommen. Ist leider nicht. Denn ich musste noch ein bisschen viel, ja, was den Stream angeht, vorbereiten. Ja, da habe ich es halt einfach nicht anders gepackt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hoffe, ihr vergebt mir, meine guten Freunde. Denn ansonsten geht es nicht mehr weiter. Oh Gott. Oh, Tabi. Tabi schmusen. Hat das die kleine Rolle? Nein. So. Vor allem, ich muss heute Abend im Stream übelste Sorte aufrecht da sitzen, ansonsten packe ich das gar nicht, weil ich so krumm normalerweise da hocke. Echt, das ist jetzt während den Aufnahmen hier zum Beispiel von Stardew Valley nicht so schlimm, weil er muss nicht unbedingt in der Webcam sitzen. Nein, Missy ist zu jung. Oh, Missy ist zu jung. Und Ziggy hat keine Milch. Der Name ist Programm, meine Freunde. Der Name ist hartes Programm. So. Diese Melodie ist gerade voll drogistisch. Ich glaube nicht, dass das ein Wort ist. Aber hier haben wir erstmal Blueberries. Nein, ich möchte keine Blueberries, was ich auch. Guck mal da oben links. Habt ihr das gerade auch gesehen? Da oben links stand gerade auch nochmal die Zahl. Oder ein Teil der Zahl, sagen wir so. Möchte ich diese Blueberry nicht essen. Oh Gott, hör doch mal auf. Danke. Ich glaube, Mayonnaise kann unser Typ gar nicht essen. Von daher wird er wahrscheinlich auch nicht fragen, ob er sie essen darf. Also ich muss schon sagen, es ist jetzt T-1,5 Stunden, bis der Stream losgeht. Und ich sitze hier gerade noch mitten in der Aufnahme. Aber ich muss sagen, alter Falter, ich bin ein bisschen nervös. Obwohl ich ja eigentlich weiß, dass die gleichen Leute, die auf die Let's Plays gucken, dabei sind und unter anderem halt auch Leute, wo ich ganz genau weiß, das ist, da kann ich auch mal mich blamieren oder ein bisschen peinlich sein, das stört keinen. Aber trotzdem ist immer so, was ist, wenn dann doch plötzlich ein Fremder da ist, der dich nur nicht kennt, dann musst du dich ja von deiner besten Seite zeigen oder zumindest so tun, als würdest du dich von deiner besten Seite zeigen wollen. Oh Gott. Es gibt Wörter, die sind so schwer. Summerberry, Dinge, die wir nicht brauchen. Oh, a Battery Pack. Slimse. Ja, Schleim, komm einfach wieder. Schleimse, mal wegmachen. Und dafür nehme ich mir. Poppy Seed, genau. Ein Battery Pack mit. Einfach nur aus dem Prinzip Gold Pillar.
Brauchen wir jetzt nicht, aber die Rare Seeds. Ich weiß immer noch nicht, was draus wird, aber das werden wir zusammen herausfinden, meine Freunde. Und ich hoffe einfach nicht, dass ich übersteuere, so Übersteuerung des Todes auf Doom oder so. Normalerweise dürfte es nicht sein. Ich habe jetzt echt geguckt, dass alles dupi-dupi Paletti ist, aber man weiß ja nie. Ich habe mittlerweile so viel mitbekommen, gerade was diese ganzen Aufnahmetools und die Aufnahmen an sich angeht. Also mittlerweile traue ich echt meinem Aufnahmetool alles zu, dass einfach mal mittendrin komplett eskaliert, alles behindert, kloppt und dann wieder wegrennt. Genau, gut. Inventory full. Ja, nice. Mittlerweile nur 3 Eier. So. Nee. Da tun wir ausnahmsweise mal Blueberries einlegen. Einfach nur um zu gucken. Die holen wir uns später, jetzt gehen wir erstmal Zeug kaufen. Hopfen brauche ich jetzt nicht unbedingt weiter behalten, weil ganz ehrlich, wir haben schon so viele von diesen Hopfen, wir können uns so krass mit Bier vergnügen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Ich meine, die Pam wird es freuen, aber trotzdem, wir hätten Pams Schwiegersohn werden sollen. Ich glaube, die hätte sich richtig gefreut, so mit unserer Porno-Alkoholfarm, ey. Nee, natürlich nicht. Ich freue mich ja schon auf die Hochzeit mit der lieben Lea. Ja, Lea, ich meine dich. Ich frage mich, falls überhaupt irgendeine Lea dieses Let's Play sieht, ob sie sich gerade angesprochen fühlt. Wenn ja, dann ja, fühl dich angesprochen, liebste Lea. Was sollst du damit machen? Essen! Gott, Kind. Also manchmal fragt man sich echt, was mit den Leuten hier mal... Wow. Ja, Hopfen können wir auch mal loswerden. Wobei, warte mal. Der eine Boden sah ganz interessant. Der Boden sah ganz interessant aus. Sieht irgendwie so ein bisschen asiatisch aus. Also nehmen wir einfach mal mit und gucken, was draus wird. So, jetzt müssen wir natürlich zur guten, lieben Carpenter-Dame. Und theoretisch für den anderen noch zu. Ja. Ja, zur Not schenken wir dem komischen Demeterius einen Diamanten zum Geburtstag. Kriegt man ja jetzt auch nicht alle Tage geschenkt, ne? So Diamanten? So fett. Also, wenn einer von euch zum Geburtstag mir einen Diamanten schenken möchte, 27 Karat bitte. Ich meine, ich bin ja echt bescheiden. 27 Karat ist ja noch. Okay, aber ich, ja, es hätte auch mehr sein können. Ein Geburtstagsgeschenk. Wie nett von dir. Ich liebe es. Aha. So, natürlich. Le Shop. Modern Lamp. Oh. Bücherregal. Ich hätte so gelacht, wenn es unten drunter einfach was viel cooleres gewesen wäre. Sollen wir? Ja, komm, wir haben es ja. So, also, was könntest du mir denn noch konstruktieren? Slime Hutch. Will ich auch unbedingt noch bauen. Iridium Bar, Refined Quartz, Stone. Können wir uns sogar leisten. Ja, das mit Stone glaube ich nicht, aber trotzdem. Mühle. Oh. Ach was. Ach was. Okay, das Ding müssen wir uns auf jeden Fall noch organisieren. Das heißt, 4 Clove aufheben. Ja, krass, ist ja geil. Ach komm, so ein Brunnen kann nie schaden, wenn wir noch einen irgendwo hinbauen. Kann ich nicht einfach da? Schade. Nein! Alles vollgemüllt hier. Danke für meinen Hinweis. Ich probiere erstmal was. Warten. Wenn wir jetzt theoretisch so Move Building machen. Ah, okay, dann können wir den echt umziehen lassen. Super. Ja gut, geht ja gar nicht anders.
Okay, gut zu wissen. Das heißt, theoretisch können wir noch einfach umziehen lassen. Das heißt, eigentlich könnte man erst bauen. Upgrade House geht nochmal. I can add a cellar in your house, also ein Speicher. Yo, 100.000. Nice. Nee, dann gibt's leider nichts, was uns jetzt so weiter interessiert. Dann schauen wir jetzt kurz mal beim Joja Cola Mart vorbei. Einfach nur aus Prinzip, dass wir von den Brüdern auch vielleicht nochmal was Tolles bekommen, was wir unten hinbauen können. Aber ich glaube, ich will da oben wirklich einen Brunnen hinhaben noch. Ich meine, einen Brunnen über den See zu stellen, ist natürlich Zeug davon, dass du sehr intelligent sein musst im Leben, das weiß ich natürlich. Aber ich meine, trotzdem ist es doch irgendwie cool. Können wir dem alten Bier andrehen? Hey Bro, Bier! Oh, danke! Bier macht mich weniger aggressiv. Und meine Frau wird hübscher. Ach, Klischee, Liam. Danke, dass du uns dann wieder einmal besucht hast in dieser Aufnahmesession. Oh Gott, Leute, ey, der Stream ruckt immer näher. Ruckt immer näher und ich raste immer mehr aus. Alter. Ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie so schlimm sein würde. Weil ihr müsst euch das mal vorstellen. Das erzähle ich jetzt euch nicht im Stream, sondern nur euch, wie das damals war. Also damals vor 2 Tagen, um genau zu sein. Ja. Wie es denn dazu gekommen ist mit dem Stream. Eigentlich wollte ich abends mit einem Kollegen zocken. Und hab das auch schon ausgemacht und hab das genehmigt bekommen von unserer Gewerkschaft, sag ich jetzt einfach mal. Und hätte dann praktisch mit einem Kollegen von mir den ganzen Abend gezockt. Dann wollte besagte Person, also besagter Kollege, ins Kino gehen. Ich bin, ja, war da nicht so der Freund von, hab gesagt, ja, ist ja kein Problem, kannst ins Kino gehen, nur weil wir ausgemacht haben, dass wir zocken, ist ja, kannst du ja verschieben praktisch. Gesagt, getan, er hat es verschoben. Und hat gesagt, bald, ja, würde, Moment, muss ich Knöpfe drücken, ja, bald würden wir dann definitiv mal wieder zusammen zocken. Dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Theoretisch hast du ja schon alles abgeklärt, dass du irgendwas machen darfst. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist Freitagabend. Freitagabend, yo. Was könnten wir alles so tun? Und habe dann überlegt, ob ich vielleicht eine größere Aufnahmestation starte oder... Ja, solche Dinge halt, ne? So ganz einfache Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, geht das oder geht dies oder geht das? Ja, und dann kam mir irgendwie so, ey, du könntest auch streamen. Da habe ich mir gedacht, yo, du könntest streamen. Und dann habe ich mir gedacht, geil, ich könnte streamen. Ja, gesagt, getan. Ich habe natürlich angefangen zu streamen. Also was heißt angefangen zu streamen, sondern ich habe einfach gestreamt. Kann ich den drehen? Ne, den kann ich nicht drehen. Was nutzt mir der dann? Jawohl, einfach nur aus Prinzip. Jetzt können wir ja mal auch... Oh, jetzt sieht mir die Animation hier auch mal viel mehr. Lea Skulptur muss ich natürlich da wieder hinstellen. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mir gedacht, yo, streamst du mal? Und habe dann so, ja, nice, Alter, wir können streamen. Und habe mir dann so überlegt, okay, was brauchst du so für einen Stream? Und auf einmal sind mir 1000 Sachen in den Kopf gekommen, die ich ja noch überhaupt nicht hatte. Und mir dann so gedacht habe, so, fuck, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, ne? Ja, und eins hat dann zum anderen geführt. Ich habe mich gefühlt, warum kann ich die mit der Axt abbauen? Kriege ich das da nicht weg? Ah, okay, gut. Da habe ich mir gedacht, okay, so kriegst du schon irgendwie hin und habe gefühlte 20 Millionen Stunden. Ja, nice. Dann im Internet geschaut, so, okay, was ist für ein Stream wichtig? Was braucht man so? Und ja, bin dann zu der einen oder anderen Sache gekommen. Und yo. Ja, geil. Ja, und so kam ich dann nicht. Wartet mal, ich muss das hier kurz noch machen, sonst drehe ich hier vollkommen am Rad. Ja, genau. So, und jetzt können wir reden. Ja, dann habe ich mir gedacht, so, was,
Was ist so das Wichtigste, was du im Stream gebrauchen könntest oder gebrauchen müsstest? Und mir sind ein paar Sachen eingefallen, wo ich mir dann so gedacht habe, so, okay, klingt ja echt interessant. Du brauchst Donation-Alarm und brauchst, wobei ich nicht denke, dass so früh eine Donation kommt. Ich meine, ich weiß es nicht. Immerhin ist der Stream ja noch ein bisschen hin. Ich habe ihn ja noch nicht erlebt, sag ich mal. Aber ich weiß ja nicht, kommen da wirklich schon Donations, kommen keine Donations. Dann habe ich mir gedacht, komm, scheißt einfach drauf und lässt alles weg. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also alles weglassen kannst du dann ja auch nicht. Also habe ich mich hingesetzt und stundenlang Donations bearbeitet, was heißt Donations bearbeitet, sondern diese Dinge bearbeitet, praktisch so. Ja, ihr kennt es ja so, wenn jemand subscribt, wenn jemand followt und hin und her und pipapo und sau viele Sachen gemacht und getan und dann hat es irgendwann geklappt und dann habe ich es endlich hinbekommen und war auch total glücklich, dass es geklappt hat und hat mich übelste Sorte gefreut. Stelle hier auch einfach mal einen hin. Ne, den nehme ich mit. Wobei, die gefallen mir noch nicht von der Färbung her. Also, die haben wir jetzt zwar gekauft, aber die gefallen mir irgendwie nicht von der Färbung. Hier können wir theoretisch dann auch so ein Leseäckchen machen. Egal. Ja. Dann hat es mir nicht gefallen. Ich habe alles nochmal neu gemacht. Ich habe alles nochmal von vorne gestartet und habe andere Dinge gemacht. Und irgendwann dann so gestern Mittag um 17 Uhr so, yo, nice, geil, alles geklappt, alles gepasst. Und dann kam mir etwas, dass ich nie gedacht hätte, dass mir sowas mal passiert. Ich hatte noch überhaupt keine Szenen erstellt. Oh, die sind ja fertig. Oh, dann ist es wohl hier drin leer. Scheiße. Ah, fuck, okay, da hätte ich dran denken müssen, weil jetzt heißt es morgen nochmal alles neu bestellen und vor allem wahrscheinlich neuen Fertilizer machen. Aber ich glaube, hier war noch nicht mal der teure Fertilizer, ne? Okay, dann passt. Ja, gut, dann brauchen wir nicht mal gießen, dann ernten wir einfach nur und dann verkaufen wir die Sachen. Ja, und wie gesagt, dann, ja, keine Szenen erstellt, keine Shortcuts erstellt, mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie ich den Stream überhaupt anfangen will. Und dann gestern nochmal 3 Stunden Bilder bearbeitet, Hintergründe, Overlays, hin und her, pipapo. Und ich bin auch ganz ehrlich an der Stelle, ich weiß nicht, ob ihr beides Let's Play schaut, aber wenn ihr das Let's Play schaut, erstmal Dankeschön, Dutchess, und Dankeschön, Selfmade Headshot. Ihr habt mir gestern echt brutal geholfen. Ja. Und deswegen bin ich, ja, das ist der Hintergrund, wieso wir zum Stream verabredet sind, in 1 Stunde und 15 mittlerweile. Das Problem ist, ich muss diese Folge heute noch hochladen. Und muss dann selber noch ein paar Sachen zu Hause jetzt bearbeiten, sage ich einfach mal, weil ich muss meine Maus austauschen, muss meine Tastatur austauschen. Da, ja. Die haben der Schlausen eine war und hat sich Razer-Zeug geholt, das an und für sich sehr laut und mechanisch ist. Was halt für Let's Plays echt geil ist. Und ja, das Problem war, ich habe es mir 3 Monate geholt, bevor ich mit den Let's Plays angefangen habe. Das heißt, ich war noch nicht mal aktiv dumm, sondern es hat halt einfach nicht funktioniert. Ja. Aber gut, mittlerweile habe ich jetzt eine andere Tastatur noch und eine andere Maus, mit der ich dann praktisch sowas zocke. Wie heißt's? Also sowas wie das hier. Stardew Valley zocke ich mit dem Controller, wobei der Controller auch echt ein bisschen laut ist. Habe ich jetzt öfters mal so mitbekommen. So dieses, gerade dieses harte Klicken von dem, wie heißt es? Von dem Joystick, wenn du den praktisch so dagegen, ja, haust leicht. Und ja, da passieren so komische Dinge. Also nicht wundern, wir sind schon bei 18 Minuten und wir haben erst 8.40 Uhr, aber ich werde trotzdem mich mit meinem Arsch in die Haya Papaya verzischen. Da hätte ich fast ein falsches Wort gesagt. Ja, einfach damit ich praktisch fit für die Aufnahme dann bin und noch so die letzten Sachen jetzt vorbereiten, bearbeiten kann. Und da die Kinder kein Fenster im Zimmer haben, kriegen sie ein Bild von einem Mond und einem Berg und Sachen und so ein Zeug. Egal, an dieser Stelle sage ich natürlich mal wieder, macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Aber wir schauen erstmal, wie viel Kohle wir jetzt tatsächlich bekommen. Und ich sage, holy moly, fuck. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.